Für jeden Monat des Jahres präsentiert Opium das Orangenpapiermuseum, ein Orangenpapier, das aus irgendeinem Grund besondere Aufmerksamkeit verdient, das sogenannte Papier des Monats. In diesem Video stellt Opium die 12 Exemplare vor, die es im Jahr 2003 zum Papier des Monats geschafft haben. Starfrutter aus dem Januar 2003. Was dieses Papier von einer Birne oder einem Apfel zeigt, ist soweit klar. Einen Stern mit stilisiertem Apfel bzw. Birnbaum vor Alpenkulisse. Aber was ist das für ein merkwürdiges Gebäude? Eine Brücke? Ein Staudamm? Ein Autobahnrestaurant? Dem Opiumbesucher Robert Gordon aus Wien verdanken wir den Hinweis, dass es sich um eine Brücke handelt, nämlich die berühmte Ponte Vecchio über die Brenta in Bassano del Grappa. Fratelli di Vico aus dem Februar 2003. Dass die letzten Orangenpapiere durch Plastikaufkleber ersetzt werden, erscheint unausweichlich. Aber müssen Aufkleber deswegen auch noch auf Orangenpapieren abgebildet werden? Frutticola aus dem März 2003. Man geht mit der Zeit, auch auf Orangenpapieren. Früher wurden Früchteensembles in geflochtenen Körben präsentiert. Heute in der praktischen Plastikkiste. Kröne aus dem April 2003. Mit den deutschen Umlauten tun sich Südeuropäer schwer. Vor lauter Bemühen, es richtig zu machen, werden gelegentlich zu viele Dötzchen gesetzt. Das ist bei dieser italienischen Kröne nicht anders als bei diesem spanischen Pinguin. Libertà aus dem Mai 2003. Sizilien war damals ein armes Land. Viele Menschen wanderten nach Amerika aus. Die Ikonen Amerikas aber fanden ihren Weg auch zurück in die alte Heimat. Unsere Freiheitsstatue trägt aber nicht die berühmte Fackel, sondern winkt mit einem Zweig voller Zitronen. Nylon aus dem Juni 2003. Bei den wohlgeformten Beinen fällt einem sofort Reklame für Nylonstrümpfe ein. Und in der Tat werben sie für eine Arantia Nylon. Zugleich sind sie eine Anspielung auf das Wappen Siziliens, das ein umlaufendes Dreibein enthält, wie auf diesem Papier Trinacria. Trinacria ist der alte Name für Sizilien und heißt Land mit drei Ecken. Agent Orange aus dem Juli 2003. Diese satirische Orangengranate verdanken wir dem holländischen Sammlerkollegen Gijs Matthijs Klunder aus Amsterdam, Künstler, Grafiker, Buchillustrator. Hans Glück aus dem August 2003. Schon erstaunlich, welche Wandlungen manche Figuren über sich ergehen lassen müssen. Wohl jeder kennt den Hans im Glück, der einen Goldklumpen schrittweise in nichts umtauschte und dabei immer zufrieden war. Ein liebens- und beneidenswerter Bursche und alles andere als dumm. Hier mutiert er zu Hans Glück, einer stilisierten Kreuzung aus Lebemann und Orangenbauer, der die besten Früchte erntet. Popeye aus dem September 2003. Wohl jeder kennt Popeye, der unbeschadet seines Namens gar keine Glubschaugen hat. Dafür hat er Unterarme wie Wassermelonen bei gleichzeitig streichholzartigen Oberarmen.
Aber was sehen wir denn hier? Auf dem Oberarm von Popeye sprießt ein Bizeps in Form einer Orange und sogar mit Stiel und Blättchen daran. Abstrus. Treabi, drei Bienen aus dem Oktober 2003. Selten sind sich Orangenpapiere ihrer selbst bewusst. Hier aber haben wir einen solchen Fall. Das Papier bezeichnet sich selbst als Wicklung, ein Ausdruck, der eher an den Anker eines Elektromotors denken lässt und sich für Orangenpapiere nicht durchgesetzt hat. Arsee aus dem November 2003. Was ist das für ein merkwürdiges Wesen, das hier abgebildet ist? Opiumbesucher Martin Wellschmied klärt uns auf. Es handelt sich um eine steinerne Figur, die einen Stier darstellt. Sie stammt aus dem 4. Jahrhundert vor Christus und ist im Archäologischen Museum der Stadt Sagunt zu bewundern. Arse war der iberische Name der Stadt, bevor die Römer sie Sagunt nannten. Dies ist die Originalfigur aus dem Museum in Sagunt. Virzi aus dem Dezember 2003. Catania ist der Hauptort am Fuße des Ätna. Von hier aus werden die Zitrusfrüchte Siziliens vermarktet. Hier werden viele unserer Orangenpapiere gedruckt. Wahrzeichen Catanias ist der Elefant. Auf einem zentralen Platz der Stadt steht dieses Standbild eines Elefanten aus schwarzer Lava vom Ätna mit einem Obelisken auf dem Rücken. Auf der Webseite des Opium können Sie unter anderem alle Orangenpapiere des Monats seit dem Jahr 1999 bis heute finden.